Am Sonntag steigt es, das absolute Spitzenspiel in der Bundesliga. Die Schwaben empfangen die Werkself. Soll heißen, 1 reißt zu 3. Der VfB Stuttgart als Gastgeber für Bayer Leverkusen. Und das ist natürlich ein Spiel, was wir ausführlich analysieren wollen mit Marcello. Hallo Marcel. Guten Morgen, Carsten. 5 Punkte liegen zwischen diesen beiden Teams aktuell in der Tabelle. Können wir ja hier auch nochmal kurz illustrieren. Der VfB Stuttgart ist ein Team, was nach vorne spielt. Und da stellt sich dann für mich auch die Frage, wird er wieder mit einer Doppelspitze spielen? Also mit Guirassy und Undav? Davon ist momentan tatsächlich auszugehen. Also ich will erst nochmal sagen, dass wir das Spiel bereits am Mittwochmorgen thematisieren. Dementsprechend können wir die Pokalspiele vom Mittwochabend noch nicht berücksichtigen. Stuttgart spielt ja zu Hause gegen Dortmund, Leverkusen spielt gegen Paderborn. Und natürlich kann verletzungstechnisch noch einiges passieren. Sollte allerdings beide Spieler fit sein, also Guirassy und Undav, dann gehe ich tatsächlich davon aus, dass sie wieder in der Doppelspitze agieren werden, weil man hat letzte Woche gesehen, Carsten, gegen Werder Bremen, dass das absolut harmoniert. Ja, Doppelpässe, die sie gespielt haben, immer wieder einer, der die Tiefe beläuft. Das war wirklich sehr beeindruckend, Guirassy und Undav. Und wenn dann beide auch noch treffen, so wie letzte Woche gegen Bremen, Undav zum 1:0, Guirassy zum 2:0, dann gibt es für Sebastian Hoeneß natürlich keinen Grund, nicht wieder beide Spieler aufzustellen. Gerne eure Kommentare hier auch zu diesem Thema, denn das ist ja schon auch ein wesentlicher Unterschied, ob du jetzt tatsächlich so offensiv gegen ein Team agierst, was schnelle Spieler hat. Ich erinnere da nur an Frimpong. Also, welche Spieler siehst du entscheidend bei dieser Auseinandersetzung? Ja, Carsten, wir reden natürlich immer über Under von Guirassy vom VfB Stuttgart. Das ist auch insofern nachvollziehbar, als dass beide für 24 der insgesamt 33 Saisontore der Schwaben verantwortlich waren. Allerdings gibt es noch so ein paar Spieler, die für mich so ein bisschen unter dem Radar fliegen. Damit zum ersten Karasor, den zentral defensiven Mittelfeldspieler, der für mich ein ganz, ganz wichtiger Impulsgeber ist, ein Taktgeber im Zentrum, sehr zweikampfstark, sehr lautstark auch, pusht seine Mitspieler, dementsprechend nach dem Endo-Abgang sicherlich auch der Emotional Leader dieser Mannschaft. Und dann haben wir Enzo Mio. Und Carsten, Enzo Mio, dazu habe ich dann wieder eine ganz interessante Geschichte für dich. Denn ja, so vor rund 2,5 Jahren war Enzo Mio damals mit der Reserve des VfB Stuttgart zu Gast im altehrwürdigen Gießener Waldstadion. Und damals gab es einen 2:1 Erfolg für den FC Gießen. Ganz interessant an der Stelle, Mio hat durchgespielt. Moment, ich muss eingreifen, denn es ist nicht weltbekannt, dass du Trainer in Gießen bist. Also insofern müssen wir das an der Stelle nochmal hinterlegen für alle, die da noch Nachholbedarf haben. Ganz genau, das waren damals die Regionalliga-Zeiten, wo ich als Co-Trainer aktiv war und ja, Mio hat durchgespielt, hat nur eine gelbe Karte bekommen, sonst hat er nicht viel gemacht und wer hätte damals gedacht, dass er 2,5 Jahre später einer der vielleicht formstärksten und besten, aktuell besten Bundesligaspieler im Zentrum ist. Deswegen sehr interessant und das sind so die beiden Spieler auf Stuttgarter Seite, auf Leverkusener Seite gibt es natürlich, ja, ist ja klar vorne, Boniface, Wirtz, Hoffmann, Xhaka, Palacios, Frimpong, wie sie alle heißen, Grimaldo. Aber wen wir zu wenig würdigen, ist meiner Meinung nach die Dreierkette, nämlich Tah, Tabsoba und Kosunu. Und die hat auch gegen Dortmund ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Und das sind natürlich drei Kanten hinten drin. Und deswegen sind das die drei Spieler, die auf jeden Fall auch wichtig sein werden gegen die starke VfB-Offensive. Hau doch mal einen ersten Tipp raus. Ja, jetzt haben wir viel über Personalien gesprochen. In erster Linie gehe ich mal davon aus, dass wir das ein oder andere Tor zu sehen bekommen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass beide Mannschaften ihre Stärken natürlich eher noch in der Offensive haben. Ja, die Leverkusener, eine der besten Offensiven der Liga. Die Stuttgarter ebenfalls schon sehr, sehr viele Tore erzielt. 33 an der Zahl. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir mindestens 3 Treffer im Spielverlauf sehen werden. Und dafür gibt es eine Quote von 1,55. Die Frage, die ich mir dann auch stelle, ist folgendermaßen. Die Dortmunder sind ja nach Leverkusen gefahren und haben sich erst einmal hinten reingestellt und haben gesagt, naja, wir schauen mal, was so geht. Glaubst du, dass der VfB das auch so handhabt? Nein, das glaube ich tatsächlich nicht. Einfach aufgrund der Tatsache, dass der VfB zu Hause spielt. Zu Hause waren sie bislang sehr, sehr gut unterwegs, haben in der Bundesliga 6 ihrer 7 Heimspiele siegreich gestalten können. Und ich glaube, dass momentan beide Trainer und beide Mannschaften so viel Selbstvertrauen haben und so dieses gewisse Selbstverständnis auch haben, nach vorne spielen zu wollen, dass ich ein sehr munteres Spiel erwarte. Natürlich wird man sich jetzt nicht ins offene Messer laufen wollen gegenseitig, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir beide Mannschaften schon so erleben werden, dass sie nach vorne spielen wollen, nach vorne spielen werden. Und dann werden wir dementsprechend auch viele Torchancen bekommen, weil eben die Qualität auf beiden Seiten derart hoch ist. Ja, und welcher Tipp kommt dann zu dieser Äußerung?
Ja, geht natürlich nochmal in die Richtung, dass ich auf den Tormarkt gehe, das heißt auf die Anzahl der Tore beziehungsweise auf die Anzahl der Tore in der ersten Halbzeit. Denn tatsächlich hat Leverkusen schon 17 Tore vor der Pause erzielt. Das ist absoluter Spitzenwert in der Fußball-Bundesliga. Und dementsprechend baue ich als zweiten Tipp mal ein, eine 1,80, also mittleres Risiko, eine etwas, ja, halbhohe, mittlere Quote, dass Leverkusen schon in der ersten Halbzeit mindestens ein Tor erzielen wird. Und dafür bekommen wir eben eine 1,80. Jetzt ist das die Auseinandersetzung Sebastian Hoeneß, der ja durchaus aus einer Fußballfamilie kommt, und Xabi Alonso, der als Aktiver sehr viel Erfahrung gesammelt hat. Ja, Sebastian Hoeneß war auch ein passabler Fußballspieler, aber eben jetzt nicht so herausragend wie Xabi Alonso. Wirkt sich das aus? Das glaube ich tatsächlich nicht, dass sich das auswirkt. Für mich gibt es nur gute und schlechte Trainer. Es gibt keine alten Trainer, es gibt keine jungen Trainer, es gibt keine Trainer, die eine große Fußballerkarriere hatten, die automatisch besser sind als jemand, der vielleicht gar nicht auf dem Niveau gespielt hat. Es geht nur darum, dass man. Wirfst du dafür eine Kerze in den Adventskalender oder in den Adventskranz, bitte? Ja, ich werfe dafür gerne die 2,99 € in den Phrasenschwein, die du für den Adventskalender vom BVB ausgegeben hast, Carsten. Ja. Nein, aber es ist wirklich so. Also ich glaube, es gibt wirklich nur gute und schlechte Trainer. Im Endeffekt geht es darum, dass du die Mannschaft packst, dass du ein Menschenfänger bist, dass du die Mannschaft von deiner Idee überzeugst, ja, und dann merkt die Mannschaft einfach, wenn es funktioniert, was wir hier tun, ja, wenn wir erfolgreich sind, wenn die Ideen, der Matchplan aufgeht, dann bist du ein guter Trainer, weil dann folgen dir die Spieler und dann kann eigentlich nicht viel passieren und deswegen glaube ich, dass das gar keinen Unterschied machen wird. Dein letzter Tipp, bitte. Ja, beim letzten Tipp will ich noch mal etwas weiter ausholen, denn ich glaube, der größte Unterschied zwischen Stuttgart und Leverkusen momentan sind nicht diese 5 von dir angesprochenen Punkte in der Tabelle, sondern ist die Effektivität im letzten Drittel. Wir haben da bei den Stuttgartern schon so ein bisschen Probleme gesehen, auch letzte Woche gegen Bremen. Da hätten sie 3, 4, 5 Situationen viel, viel besser ausspielen können im Abschlussdrittel. Das hat nicht funktioniert. Manchmal auch einfach falsche Entscheidungen, die da getroffen wurden. Und auch statistisch lässt sich das gut nachweisen, dass die Leverkusen einfach deutlich effektiver sind im Abschluss. Und deswegen sehe ich da tatsächlich die Leverkusener doch vorne, zumal Leverkusen nur eines der letzten 23 Pflichtspiele gegen Stuttgart verloren hat. 17 Siege, 5 Unentschieden gab es. Leverkusen hat zudem keines der letzten 11 Auswärtsspiele in Stuttgart verloren. Seit fast 14 Jahren haben sie nicht mehr den Kürzeren gezogen in Bad Cannstatt. Und Stuttgart hat die letzten 11 Bundesliga-Heimspiele gegen den aktuellen Spitzenreiter der Bundesliga allesamt verloren. Ja, und diese drei Statistiken oder vier Statistiken nehme ich zum Anlass, meinen letzten Tipp rauszuhauen. Ich sage nämlich 2,30, Leverkusen gewinnt in Stuttgart. Boah, das ist jetzt mal eine gewagte Aussage. Was sagt ihr? Haut uns auch eure Kommentare und eure Tipps bitte hier rein. Darauf sind wir neugierig. Und hier sind nochmal die drei Tipps von Marcel in der Übersicht zum absoluten Topspiel am Sonntag: Stuttgart gegen Bayer Leverkusen. Und der Hinweis: Die anderen 8 Spiele des 14. Spieltags haben wir in einem gesonderten Video natürlich auch wieder für euch analysiert. Danke Marcello und euch eine tolle Zeit.